Ja gut, dann klappern wir nochmal. Hier haben wir doch definitiv den Bananenvogel gekriegt. Und da haben wir auch den Bananenvogel gekriegt, oder? Ja, haben wir. Hier drin. Hier drin! Gab es hier einen Bananenvogel? Moment! Moment! Habe ich hier den Bananenvogel überhaupt gefunden? Gibt es überhaupt einen? Mal gucken. In alle Richtungen gucken. Hier geht's wieder zurück. Gibt es jetzt hier einen Bananenvogel oder nicht? Sieht nicht so aus. Ich lenke schon in alle möglichen Richtungen gerade. Sieht nicht danach aus. Also hier scheint es keine Bananenvögel zu geben. Oder hier noch? Nee. Hier sind keine Bananenvögel versteckt. Jetzt wird die Folge doch noch unnötig lang, weil ich den letzten Bananenvogel nicht finde. Das ist doch nicht möglich. Hier, den haben wir auch gefunden. Den haben wir doch auch, oder? Habe ich den hier nicht geholt? Doch, ne? Doch, hier war der doch, der Bananenvogel. Der ist doch auch erledigt, ne? Auch. Gut. Man sieht auch, was passiert, wenn man da nochmal reingeht. Dixie guckt blöd und geht wieder raus. Wo fehlt uns denn jetzt ein Bananenvogel? Habe ich den hier nicht geholt? Doch, den habe ich doch auch geholt. Ey, jetzt bin ich aber langsam verwirrt. Natürlich haben wir da oben den Bananenvogel gerettet, oder nicht? Oder wurde das vielleicht nicht gespeichert irgendwie? Gletschergrotte? Mal gucken. Ja, ist auch weg. Wo um alles in der Welt habe ich den letzten Bananenvogel jetzt vergessen? Jetzt, oh Gott, das ist jetzt ja herrlich. Also wenn ich jetzt hier noch stundenlang suche, ne, dann schneide ich euch das vielleicht auch raus. Aber noch ist das im Bereich des Möglichen, denke ich mal. Hier war ich da natürlich, oder? Zumindest habe ich die Höhle freigelegt. Aber ob ich den da auch gekriegt habe? Haben wir den vielleicht gar nicht geholt? Habe ich nur die Höhle freigelegt und bin dann wieder weggeschwommen? Nee, ne? Bin ich so verpeilt? Mal gucken. Karacho-Kanal, sagt mir auf jeden Fall was. Haben wir auch. Wo habe ich denn jetzt den... Wo habe ich denn jetzt den Bananenvogel vergessen? Ich glaube nicht, dass ich den innerhalb einer Welt vergessen habe. Ich flieg nochmal mit dem Helikopter durch die Gegend. Auch hier, da habe ich doch einen gefunden. Ist hier noch was? Hier muss doch noch irgendwas sein. Irgendwo hier ist bestimmt noch ein Bananenvogel versteckt. Nein, da wollte ich auch gar nicht landen. Nein. Ja, nee, das brauchen wir nicht. Das weiß ich, dass ich den habe. Den hab ich. Hier. Irgendwo hier in der Ecke. Oh mein Gott, da. Komm, hier. Ich bin mir so sicher, dass hier irgendwo... Hier vielleicht. Ich bin mir so sicher, dass es irgendwo hier noch eine Höhle geben muss. Hier, da oben. Das ist herrlich. Nee, ich möchte auch nicht zu deiner Tauschbörse hin. Ich zweifle langsam an meinem Verstand. Ja, Leute, was soll ich tun, ne? Ich kann doch nochmal hier gucken. Haben wir denn irgendein Tauschgeschäft nicht zu Ende geführt? Kann das sein? Ja, komm, lass mich zufrieden. Ja. Haben wir denn noch irgendwelche Objekte, die wir tauschen können? Ich glaube nicht. Das haben wir doch alles zu Ende gebracht. Das letzte, was wir gemacht haben, war doch hier die Kanonenkugel da. Und dann haben wir noch einen Bananenvogel für gekriegt. Das weiß ich ganz genau.
Es bleibt eigentlich nur noch hier oben die Möglichkeit, aber den haben wir auch geholt. Och, Leute. Da wollte ich doch mal eben schnell das Spiel beenden und jetzt wird das hier eine halbe Stunden-Part oder was. Wo ist denn dieser blöde letzte Bananenvogel? Gipfelkitzel? Haben wir auch. Natürlich haben wir den. Nein! Das ist nicht möglich. Komm, lass mich zurück. Lass mich zurück. Ich habe auch nichts mehr zu trinken hier. Das ist noch deprimierender. Ja, ich denke mal, wenn ich jetzt hier noch eine halbe Stunde suche, dann schneide ich mich das echt zusammen. Das ist ja sonst auch langweilig für euch. Wenn ich ihn jetzt sofort finden sollte, okay, dann ist das was anderes. Hier drauf? Hier oben? Och Mann, das ist so alles nicht mehr wahr. Versteckt. Das wird ja auch alles angezeigt. Also kann ich doch gar nicht so falsch da vorbeifliegen. Alles. Ein Kind fehlt. Ein dusseliges Bananenvogelkind fehlt. Kann denn noch so ein Vogel sein? Bounty Beach. Ich will mal zu ihm hier. Also irgendwie sehr muss ich die Bären nochmal abklappern. Ja, klar. Und dann hilft ich das nie geschafft. Ist klar. Habe ich noch irgendwas im Inventar? Kann ich gar nicht aufrufen, ne? Ich will mal eben gucken. Ich will mal eben hier hin und gucken, was wir denn so haben. Ich möchte gucken. Wir haben 14 Bananenvögel. Wir haben keine Items mehr, die wir noch irgendwie tauschen könnten. Wir haben alle Zahnräder. Es ist alles erledigt. 101%. Schön. Die letzten zwei gibt es halt für die Bananenvögel. Wo soll ich denn noch hin? Ah, warte mal, mir fällt gerade noch was ein. Ich könnte dem einen hier sagen, dass ich das Geschenk überbracht habe. Der hier, der wollte doch, dass ich Blue das Geschenk bringe. Vielleicht, wenn ich ihm sage, dass ich das gemacht habe, vielleicht gibt er mir dann noch einen Vogel? Das ist gerade noch so eine Idee, die ich jetzt so spontan habe. Hat dir mein Geschenk gefallen? Es hat Monate gedauert, etwas zu finden. Ja, toll. Danke für den tollen Tipp. Ey, das ist doch alles nicht wahr. Tja. Ich habe jetzt alle Welten nochmal. Da ist nichts, da ist nichts, da sowieso nicht. Da haben wir... Funkys Verleih. Muss ich mich jetzt hier zum Schluss des Levels noch aufregen? Nee, ne? Cranwood Forest. Hey Dixie, möchtest du gerne den Spiegel zurückhaben? Was ist denn? Nun, das wird dich aber eine Kleinigkeit kosten. Sagen wir mal 10 Münzen. Okay. Okay, ich habe was rausgefunden, Leute. Wir können den Spiegel zurücktauschen. Was machen wir jetzt mit dem Spiegel? Vielleicht bringt uns das noch den letzten Vogel ein.
Wer kann denn noch einen Spiegel gebrauchen? Wer kann was? Wo? Blander. Boomer bestimmt nicht. Da war dieser Code-Fuzzi, da waren Benny und Björn, da war der K3-Typ. Jetzt haben wir den Spiegel zurückbekommen. Ist ja interessant. Du vielleicht? Also, ja, jetzt müssen wir den Spiegel irgendwie loswerden. Okay, ich habe immerhin eine kleine Spur, das ist ja schon mal was. Was ist mit dir? Nochmal vielen Dank, ja. Okay, irgendwie... Der Spiegel, ja, der Spiegel. Blue vielleicht? Halt mal an hier. Das wusste ich jetzt zum Beispiel nicht. Ich bin ja rumgeirrt schon die ganze Zeit. Ich nehme mir schon eine halbe Stunde auf. Ich werde es für euch ein bisschen zusammenschneiden, wie gesagt. Aber irgendein Bär wird wohl den Spiegel jetzt gebrauchen können. Blue vielleicht? Hast du Lust, mit mir Stille Post zu spielen? Nein. Ich habe Lust, einen Bananenvogel zu finden. Ich bin die Inselkarte hier schon ein paar Mal abgeflogen, habe alles Mögliche angeklickt, aber anscheinend hat das alles nichts gebracht. Aber jetzt haben wir ja eine Spur. Wir haben den Spiegel wieder. Wer will den haben? Höhlen. Gibt es geheime Höhlen? Eine ganze Menge, aber meine Zunge zu lockern kostet dich 13 Münzen. Ja, komm, ist egal. Also, Dixie, wie wäre es? Ja, komm. Einige sind auf Inseln und Bergen versteckt. Ohne Funky Silver wirst du nicht ans Ziel rankommen. Ja, das weiß ich ja. Wie viele geheime Höhlen gibt es? Genauso viele, wie du Münzen für diese Antwort bezahlt hast. Ha, 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 ha. Ja, schön. Das hat mich jetzt auch nicht viel weitergebracht. Welcher Bär findet sich denn wunderschön? Ich weiß es nicht. Du hier vielleicht? Willst du vielleicht den Spiegel haben? Sieht auch hübsch aus, mit seiner Fliege da. Ja, ich hatte nicht mehr daran geglaubt, ohne meine Hilfe hätte ich es nie geschafft. Ja. Wer von euch Bären will denn den Spiegel haben? Doch Blizzard vielleicht? Was machen wir denn jetzt mit dem Spiegel? Oh, jetzt bin ich ja schon wieder am Suchen. Darf ich gleich wieder schneiden oder was? Komm her. Du willst jetzt den Spiegel haben, bitte. Brr, diese eisige Kälte. Ohne meine Vitaminbonbons sehe ich hier oben ziemlich alt aus. Ja. Das ist sehr interessant. Ursprünglich wollte den Spiegel doch... Ja, der eine Typ hier haben, den jetzt nicht mehr will. Warum willst du ihn jetzt nicht mehr haben? Bitte, nimm ihn doch wieder. Nachdem ich den Spiegel verkaufe, fiel ich in einen blöden Teich. Toll. Jetzt habe ich eine Idee. Ha! Ich weiß es. Ich weiß es, Leute. Ich weiß es. Der Typ, der den Code nicht entziffern konnte. Ich glaube, der muss den Code im Spiegel halten. Und dann sieht er auf einmal die Lösung. Ja. Ich glaube, das war so. Baffles Code-Raum. Komm, lass es das gewesen sein. Doch, ich gebe nicht auf. Ich muss mir das noch einmal ganz genau ansehen. Grüß dich, Dixie. Hast du da etwa einen Spiegel? Ja. Gibst du ihn mir, um den Code zu knacken? Wow, das Rätsel war rückwärts geschrieben. Das offene Tor dir lacht. Machst du den zwei Steinen eine 8? Nein, das weiß ich doch schon. Das weiß ich doch schon. Toll. Das war das hier. Das habe ich doch schon gemacht. Mir fehlt immer noch ein Vogel. Nein! Das ist nicht wahr. Da war ich, halt, da war ich schon. Nein, raus hier. Ja, Leute. Das war also auch nicht das Rätsels Lösung. Wir suchen dann mal weiter. Wo ist denn dieser verfickte Vogel?
Leute, da bin ich wieder und wir befinden uns in der allerersten Welt, nachdem ich die komplette Karte mit dem Helikopter nochmal abgeflogen bin und alle Bären nochmal abgeklappert habe und eine halbe Stunde nochmal offscreen hin und her gesucht habe, habe ich nochmal mir die Welten vorgenommen. Habe ich mir gedacht, dass ich das mache. Und ich gucke in die erste Welt rein und sehe, das kann nicht angehen, Alex, du hast was vergessen. Und zwar hätten wir einfach nur hier in der ersten Welt mal unter die Brücke schwimmen müssen und hier hinten die allererste Höhle öffnen sollen. Da ist nämlich die Schmugglerbucht. Oh Mann, ich habe sie endlich gefunden. Das dürfte auch eine einfache Kombination sein. Nee, ist sie nicht. Okay. War doch einfach. Aber eine lange war es schon. Oh, wir haben alle Bananenvögel, Leute. Endlich hat es geklappt. Mein Gott, bin ich froh. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was das für ein Krampf war, den letzten behinderten Bananenvogel jetzt zu finden. Okay. Haben wir erledigt? Dann können wir jetzt raus und endlich zur Bananenvogelkönigin und uns das 103%-Ende angucken. Das habt ihr euch jetzt auch endlich verdient, nach diesem langen, elendig langen Part, den ich jetzt hier zusammengeschnitten habe. Oh Mann. Okay. So, fliegen wir zum großen Finale nach oben links in die Wolken, wo die Freiheit grenzenlos sein muss. Du hast alle meine Kinder gefunden. Gehe zu Wrinklys Höhle. Sie sagt dir, was du zu tun hast. Beeile dich, die Zeit ist knapp. So, jetzt soll ich also wieder zu Wrinkly. Okay, natürlich. Die ist ja hier. Upp. Da nochmal hin. Wahrscheinlich nochmal abspeichern. So, Wrinkly, was los? Sie scheinen aufgeregt zu sein. Sieht aus, als wollten sie dich mitnehmen. Los, Dixie, keine Sorge um das Boot. Cranky wird sich schon darum kümmern. Welches Boot? Ich bin mit dem Helikopter geflogen. Hui! Die Vögel nehmen uns mit und fliegen uns zur Mami. Gott, oh Gott, oh Gott. Wird mir schwindelig werden. Und? Was los? Du hast es geschafft. Du hast alle Kinder entdeckt. Jetzt wird King K. Rools Fluch von mir weichen. Fertig, Kinder? Dann singt mit mir. Ich bin unendlich froh, dass wir wieder eine Familie sind. Das verdanken wir dir, Dixie. Jetzt ist es an der Zeit, King K. Rool eine Lektion zu erteilen, die er sein Leben lang nicht vergessen wird. Orko aus dem Zauberland, reich mir deine helfende Hand. Nein. Oha, jetzt geht's los. Das Finale. Königin rast King K. Rool hinterher. Ein dramatisches Rennen. Geile Mucke. Tja, Leute. Das ist das 103% Ende. Ich hoffe für euch, das Warten hat sich gelohnt. Da hupt noch einer. Ja, natürlich. Funky und Cranky hinten dran. Der alte Opa. Wäre schön gewesen, wenn Diddy und Donkey nochmal zum Schluss auftauchen würden. Ja, er macht jetzt seine Späßchen da und winkt nochmal. Ich weiß gar nicht, ob der... Ich glaube, der kommt nochmal ein bisschen näher. Ansonsten ziehe ich schon mal mein Resümee.
Ich finde, dass dieser dritte Teil der schönste von allen dreien ist. Das habe ich ja schon ein paar Mal erwähnt, dass das mein Lieblingsteil ist. Und also ich mag alle drei Teile, auf jeden Fall. Sind sind alles drei Spiele, die ich liebend gern immer wieder spielen würde, weil sie einfach nur Spaß machen. Klar sind da immer so ein paar Verzweiflungssachen bei und ein paar Verzweiflungslevel, aber da kann man drüber hinwegsehen. Vor allem bei diesem richtig gelungenen, super dritten Teil, der auch vom Schwierigkeitsgrad her einfach erste Sahne ist. The End! Leute, wir sind am Ende des Let's Plays angelangt. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen, für eure Treue. Und es würde mich freuen, wenn ihr bei einem nächsten Projekt wieder einschaltet. Ich glaube, ich werde mich einem Resident Evil Spiel widmen. Höchstwahrscheinlich, wenn das technisch machbar ist, Resident Evil Gaiden. Was das genau ist und worum es da geht, erfahrt ihr dann im nächsten Projekt. Ich sage hier erstmal ciao. Und ja, wie ich sagte, bleibt betreu. Bis zum nächsten Mal.